Hey liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part. Virus weist, Alan Wake, das ist mein 101. Video und wie ihr seht mit Webcam. Ne, hier ist kein Webcam, sondern es ist eine Full-HD-Kamera, die mir mein Mitbewohner geliehen hat, einfach nur, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt was wird. Also, wir setzen das Spiel da fort, wo wir zuletzt geendet haben und sind natürlich in einem neuen Kapitel. Das heißt, wir kommen erstmal in Zusammenfassung des Letzten. Und ich sage euch, ich bin mega aufgeregt mit der Kamera, denn es ist echt merkwürdig, wenn man eine Kamera vor der Nase hat. Aber okay, dann wollen wir mal anfangen. Spielfortsetzung. Steam Cloud 1. Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die sie erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hm? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Folge 5, der Klicker. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hechfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Knasty Wake. Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewahren. Im Licht aufzubewahren. Ah. Immer im Licht. Okay. Gut, mal schauen, was jetzt auf uns zukommt. Mehr im Knast können wir nicht machen. Ja, ich weiß, dass mein Headset kaputt ist. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Hm. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, ja, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Barry hat über den Kater, ey. Der kotzt unsichtbar. Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was, die alte Schrulle? Wie du meinst, Ella, aber wir sitzen hier fest. Wir werden uns nicht... Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los, zurück in die Zelle, Stephen King. Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. What the fuck? Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Jetzt muss ich die Seite lesen. Was ging denn jetzt? Nightingale liest das Manuskript. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Alter. Er tut mir schon fast wieder leid, aber ich hasse ihn trotzdem und er hat's verdient. Denn er war ein Pisser. Oh Mann,
Ohne Licht haben wir keine Chance. Bleiben Sie Leute, ruhig. ich habe vergessen, meine Zeit zu stoppen. Also wird die Folge entweder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Sehr professionell, sehr professionell. Ja, Licht. Was, wir können schon springen? Cool. Das kann Elle nicht immer. Nein, null. Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Aufnehmen. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Popcorn Money. Revolver, haben wir schon einen? Oder ein Revolver? Schönes Ding. Los, gehen wir zurück zu Ihrem Freund. Auf meine Seiten. Hat sie es, glaube ich, gerade erklärt, oder? Ich hätte irgendwie aufpassen sollen. Ich finde mich. Was? Nein. Wir machen den Heli-Start klar. Aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs, okay? Die wissen dann Bescheid. Okay, das ist cool. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? What the fuck? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Wenn ich hier im Rücken schieße. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Aber voll. Okay, Thermoslasche. Hinten raus. Klappe. Mein Kater braucht dringend eine Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Meine Kopfschmerzen wollen, dass du still bist. Und was Barry, du bist zu fett für sowas. So. Hallo, Mr. Breaker. Hier spricht Barry Wheeler. Ja, ich weiß, es ist spät, aber hören Sie, der Sheriff, Sarah, hat mich gebeten, Ihnen etwas auszurichten. Sie sagte, Night Springs, okay? Ich schätze Sie. Ja, Sir, okay. Nein, ihr geht es gut. Sie ist bloß beschäftigt, also bat sie mich. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Oh, nein, nein. Eigentlich bin ich Literaturagent, Sir. Ich helfe nur aus, weil sie wirklich beschäftigt ist. Ach, Barry. Irgendwie finde ich das gerade ein bisschen ruckelig. Ah. Nightingale wird schon dunkler angegriffen. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Alter, das muss ein richtig scheiß Gefühl sein. Mist, was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Hm. Natürlich geht's ja gleich voll mit Action. Okay, 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 okay. Ah, das ist eine Leiter. Das ist ja Glibber. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Ach, wirklich? Pushte mal. Herr Lever. Weil ich mich noch umgucken. Man könnte ja was übersehen.
Echte Lithium-Batterien, ja. Die hätte ich jetzt fast übersehen. So. Ich bin echt gespannt. Also das ist blöd, was passieren kann, dass ich die Hälfte des Videos gar nicht im Bild bin, weil ich mich irgendwie anders hingesetzt habe oder so. Das wäre wirklich blöd. Oh. Hey, Krähen. Ich warte lieber. Ich will das nicht mal an, den ich mal anlegen muss. Oh, ich bin wieder gerne schrift. Also entweder habe ich mir die Sachen in Light you can hurt them. Ja, das ist mir nichts Neues. Also im Licht kann man sie verletzen. Stand da. Im Licht kann man sie auch verletzen. Kann man auch so übersetzen. So. Nein, nicht springen. Klettern. Nö, die nehme ich mit, die Leuchtfackeln niederlegen. Fähre, mit der wir gekommen sind. Nee, gar nicht. Das ist keine Fähre. Sie kämpfen nachher mit dem Garn der ganzen Stadt gegen die Dunkelheit. Sind von Thor und Odin angeführt. Das wäre wirklich ein cooles Ende für das Spiel, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Irgendwie ist verlangt, die Dinger alle kaputt zu machen. Ja, nee, ist klar, bitte. Er ist echt kein Held. Okay, das ist jetzt die Frage gewesen. Ja, springen stimmt ja. Springen! Wir sind die Hebebühne. Nicht, nein, falsche Taste. Hey, Sheriff, Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns. Das Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar. Aber nie so sonderbar. Sie müssen den beschädigten Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Drückt lange die Leuchtkasten dabei. Drückt gut. Okay, bleiben Sie dran. Unser erster Stopp ist das Nachtschiff. Schlüssel zum Heli. Moment mal.
wissen, was hier hinten ist. Ich weiß, dass es jetzt... Ach, steht doch schon eine Leuchtwacke. Verliebt. Das empfängt aus, als würde es stehen. So. Sheriff, chill mal. Gehabt, ich will auch. Ich habe auch wieder ein Ringschwert in der Hand gehabt. Munition holen. Das kenne ich ja so. Oh Gott. So. Alles hier ist live und blind von euch. Oh yeah. Aufpassen! Oh mein Gott, der schreit hier. Was kommt schon Auto? Gehabt, ey. Oh ja! Achso, zu meinen Aufnahmen übrigens. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde versuchen, jeden Tag eine Folge Alan Wake hochzuladen. Und dann je nach Tagesform am Tag ein zweites Video mit einem der anderen Projekte. Also im Moment wären das zum Beispiel Resident Evil 1, Kingdom Hearts, Leute umbringen. Was habe ich das noch im Moment für laufende Projekte? Ja, so gut kenne ich meinen eigenen Kanal. Das sind die meisten Einzelvideos, die ich gemacht habe, da kommt nichts mehr. Sam Max zum Beispiel kann ich leider nicht weitermachen. Das Spiel ist ja zu empfehlen, nur ich möchte für das Spiel jetzt nicht nochmal Geld ausgeben. Ich müsste es mir neu kaufen, weil meine Version da total im Arsch ist. Im kaputt ist, wollte ich gerade sagen. Ha, ist deiner. Ich weiß, das ist gerade feucht, das zieht euch wieder mal hin. Kann ich Coconut wieder anmachen? Die gehen mal wieder. Na, natürlich. Ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der Sie nichts wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt. Das war ich nicht so ein Mikro-Ding ran. Ha! Barry auf der Polizeiwache, Oriental Barry-Geschichte, und wir werden sie sofort anklicken. Barry war in seinem Element, erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte Toll. Die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen, auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Jetzt kriegen wir die SMS.
Naja, auf jeden Fall. Also ich werde versuchen, erstmal das Hauptprojekt, das ist mit Alan Wake, eben voranzutreiben, dass ich das wirklich bald fertig habe. Und dann werde ich weiter schauen, wie es aussieht mit den anderen Sachen, wie zum Beispiel also andere Projekte und so. Ich werde erstmal versuchen, ein laufendes zu Ende zu bringen und dann wird ein anderes folgen. Ich habe echt viele tolle neue Sachen, die ich ausprobieren möchte. Ich werde jetzt, ich habe ich schon überhaupt übrigens fertig, ich muss ja nur noch schneiden, Anime Review, die erste. Auch wenn der Anime, den ich da reviewed habe, echt scheiße ist. Also abartig eklig. Aber das werdet ihr dann sehen. Und dann habe ich noch von meinem Urlaub, von der Hinfahrt ein kleines Video gemacht. Es ist nicht so nötig aufgeregt. Wow! Boah, hab ich mich erschrocken. Und ich fand New York. Und ich fand New York unüblich sehr cool. Auf jeden Fall, ja. Was, wo war ich jetzt? Kacke, jetzt hab ich Faden verloren. Ich hatte vorhin erzählt. Das ist ja Max Payne bei der Mann, hab ich gesagt. Da, mir leider meine, das Spiel kaputt gegangen ist, das muss ich mir neu kaufen. Wofür ich im Moment wieder. Wenn ich im Moment einfach das, ja, das Geld zu habe, wenn ich es immer nochmal kriege, ich werde es gerne machen. Weil es ist ein tolles Spiel, Summer Max. Egal welcher Teil, ich würde ihn für euch spielen. Genauso wie ich andere Point and Clicks für euch spielen würde. Ich wollte eigentlich aufnehmen zusammen mit Yoki, wie heißt das Spiel? Deponia. Zum einen habe ich einen ziemlich flauen Ding nebengestanden, weil es halt jeder schon gemacht hat, Deponia. Deponia ist dann wirklich kein neues Game, also nichts, was noch nicht jeder gemacht hat. Und es läuft leider nicht, wenn ich das mit Yoki zum Aufnehmen. Alleine habe ich echt nicht die Ambition, so ein Spiel aufzunehmen. Also wie wahrscheinlich was Älteres mache, wie zum Beispiel Monkey Island oder so. Oder was ich schon eh auf dem Plan habe, ist zum Beispiel Maniac Mansion. Da gibt es eine sehr tolle Fanmade-Version, die sehr toll gemacht ist und sehr ans Original erinnert, weil ich habe leider für das Original keine entsprechende Konsole. Weil ich glaube, das, ja, weil es wird auf meinem Laptop auf jeden Fall nicht mehr laufen. Mit meinem Laptop ist zu gut dafür. Ich weiß, es ist schwer vorzustellbar, aber es ist so. Ja. Ich werde jetzt bis zum nächsten Kontrollpunkt spielen und dann werde ich erstmal. Ich will mal. Ich habe einen Schlüssel. Also. Geben Sie mir Deckung. Okay. Eine Falle! Ich werde jetzt nicht zurechnen. It's a trap! Ja, ich hab den Akku aus Star Wars kein bisschen. Ich sollte dir Rundendeckung. Meine Klicks stehen bei mir auf der Liste, was ich machen will. Und natürlich Zelda. Zelda wird auf jeden Fall noch lange unsere Battle-Serie Zelda Games. Und ich habe für mein Nintendo 64, die ich auch habe, mir Ocarina of Times besorgt. Das Original. Und da bin ich ziemlich scharf drauf, das zu spielen. Ich werde wahrscheinlich mega viel verkacken. Wahrscheinlich so auf die meisten der Sachen kommen werde. Oh mein Gott! Hol dir eine Kettensäge! Nagel mir an die Tür, Sheriff.
Oh, bin ich froh, dass ich der Sheriff da... Übrigens, wir haben einen sinnvollen Minion in Alan Wake gefunden. Der Sheriff ist wirklich gut und ich will sie auf jeden Fall dabei behalten. Die ist echt gut. Aber so wie das Spiel läuft, werden wir schlecht gegen sie kämpfen müssen und sie töten müssen, weil sie später vom Dunkel irgendwie... Gehen wir, Wake! ...mal angenagt wird. Liegt irgendwas? Hat irgendwas geleuchtet? Warte mal, ich kann mal kurz zurück und mir die Munition und alles holen, was da war. Und nebenbei im Laufen cool meinen Revolver nachladen. Naja, also... Ich bin jetzt... Ich habe jetzt soweit, was ich sagen wollte, glaube ich, gesagt. Und das wäre jetzt auch schon Kontrollpunkt gewesen. Naja, okay, und dann beende ich diesen Part. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es wie immer einen Riesenspaß gemacht, ein Video für euch zu machen. Ja. Ich hoffe, die Facecam gefällt euch. Ihr könnt euch ja könnt irgendwie eine Review geben. Keine Ahnung, irgendwie Kommentar gefällt mir. Oder Facebook-Kommentare. Abonniert die Facebook-Seite. Ja, ich will auch mal Werbung machen. Ist ja auch egal. Und naja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin raus.